Ich würde gerne mit Benjamin Rajaipur vor der Kamera stehen, aber das habe ich auch schon geschafft und deswegen bin ich, glaube ich, die glücklichste Frau der Welt. Ich wurde mal beim Ticketfahren ohne Ticket erwischt, U-Bahn fahren ohne Ticket. Und dann habe ich mir eine Story ausgedacht und dann musste ich tatsächlich die Strafe nicht zahlen. Ich schäme mich eigentlich nicht für Musik, weil ich glaube, so die meisten Leute, die Musik machen, die ich feiere, sind eh ziemlich cool, wie zum Beispiel Britney Spears, Beyoncé, diese Leute halt. Ninja. Ich glaube, der deutsche Film vermisst mich. Aber das können wir ändern. Ich sehe mich nicht so oft im Kino und ich glaube, das merken die Leute, dass ihnen da was fehlt gerade, aber das ändern wir bald.